Hallo, ich bin Helen und 12 Jahre alt. Heute ist Gesundheitscheck bei meinem Jugendarzt. Der hat eine eigene Sprechstunde nur für Jugendliche. Die J1 Vorsorgeuntersuchung steht an. Erstmal muss ich einen Fragebogen ausfüllen. Dauert aber nicht lange. Nach 10 Minuten bin ich schon dran. So, grüß dich Helen, komm rein. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Es freut mich, dass dir gut geht, weil bist du heute auch zur Vorsorge da, ne? Zur Jugendgesundheitsuntersuchung, J1 genannt. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, wenn irgendwas dir unangenehm ist, dann machen wir es auch nicht. Das musst du einfach sagen. Ne? Ja? Gut. Wie läuft's in der Schule? Super nett, der Arzt. Beim Gespräch will er natürlich wissen, wie es mir geht, ob mir irgendetwas wehtut, wie es in der Schule läuft und vieles mehr. Ich kann auch Fragen stellen, nicht nur zur Gesundheit, auch zu anderen Dingen. Der Jugendarzt gibt viele Tipps, zum Beispiel, wie man sich im Unterricht gut konzentrieren kann oder wie man sich Sachen besser merken kann. Nach dem Gespräch kommen dann die Untersuchungen. Wiegen und messen. Mein Blutdruck wird gecheckt. Alles easy. On the level. Okay. Now let me check my schedule. Looks like I'll be rich today. I'm more than one level. Okay. Now let me check my schedule. Looks like I'll be rich today. Und auch meine Lunge wird abgehört. Ich möchte mal wissen, was der da hört. Okay. Let me check my schedule. Und jetzt kommt der Impfcheck. Es gibt ja eine Impfung, vielleicht hast du davon schon gehört, das ist die Gebärmutterhalskrebsimpfung. Da ist ganz wichtig, dass man die schon als junges Mädchen bekommt. Ich habe schon mal was über die Impfung für Mädchen gelesen. Sie schützt vor Viren, die Krebs auslösen können. Alle anderen Impfungen sind bei mir komplett. Also brauche ich nur noch die HPV-Impfung. Ist das prinzipiell für dich okay, wenn wir das impfen? Ja. Die Impfung wird ganz normal wie die anderen Impfungen. Du hast gerade Tetanus-Auffrischung, weißt du, die impfen wir genauso in den Oberarm. Mhm. Ja, sind 3 Spritzen, größeren Abständen, also nichts Dramatisches. Ja, okay. Wird schon nicht so wehtun. Ist ja nicht die erste Impfung, die ich bekomme. Alles fertig. Muss gleich mal meinen Freundinnen sagen, dass sie auch zur J1 gehen sollen. Sind ja eh alle über Facebook. Okay, now let me check my